Sabine Badia bin 17 Jahre alt und ja, Radio mit Schule fertig und habe wirklich das Handicap kommt, wo ich über sämtliche Behinderungen aufkläre. Auf YouTube machen ganz viele Themen, die Behinderte betreffen, unter anderem Liebe mit Behinderung oder Wörter wie Behindertengruppe, da viele sie missbrauchen und da will ich um Aufmerksamkeit und hier nehmen immer die neuen Videos für meinen YouTube-Kanal von Handicap-Lexikon auf. Mein Stativ ist normaler, eigentlich nur die Schublade, weil ich ein bisschen faul bin immer. Mein neues Videoprojekt soll sein, Ausbildung als Mensch mit Behinderung, weil da ja sehr viele Probleme gibt und ich das mal öffentlich machen will. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll um das Thema gehen. Was passiert nach der Schule? Ich habe ja mein MSA und suche jetzt eine Ausbildung im Bereich Mediendesign oder Bürokaufmann und finde keine. Außer wenn ich in so eine Behindertenwerkstatt gehen würde. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich meistens hier ran und schneide so ein, zwei Stunden immer für ein Video und lade dann um. Da will ich jetzt einen Text reinsetzen. Jetzt mache ich das noch schwarz. Ja, und vielleicht noch Pet. Dann gucke ich immer rum, was für Animation gibt. Die gefällt mir. Mal testen. No. Verziehen. Da mache ich ja und so. Schon haben wir schön anpassen. Ja, und so schneide ich meine ganzen Videos. Für mich bedeutet Inklusion, wenn alle Menschen zusammen was machen, auch Nichtbehinderte und Behinderte und auch Flüchtlinge oder Ausländer. Das ist für mich Inklusion. Und ich finde, Inklusion ist da vorhanden, wenn man gar nicht mehr über Inklusion reden muss.
sondern es einfach läuft. Ich habe jahrelang mal Fußball gespielt in Turnieren und da waren alle eingestimmt auf mich und ich habe mit Pudelwohl gespielt und da ist für mich Inklusion aus meiner Sicht müsste für Menschen mit Behinderung verbessert werden, dass die Öffentlichkeit der Plätze barrierefrei ist, dass jede S-Bahn-Station eine Rampe oder sogar einen Aufzug besitzt. Meine Wünsche haben eben schon mal angeteasert, dass man nicht über uns entscheidet, sondern mit uns. Ich würde genau das sagen, dass die mal Behinderte einladen sollten und mit denen bereden sollten, was wir vorhaben und ob man da nicht eine andere Einigung machen könnte. Wir haben den Werbeocher behindert, ja und wir finden den sollten einige mit auf den Weg nehmen, weil ja, wir sind zwar behindert, aber wir sind auch nur Menschen wie ihr und wollen auch so behandelt werden. I wanna be a member of society, yeah. I wanna be a member of society. I wanna be a member of society, yeah.